Ich erzähle euch mal heute was von der ICMP. So. Ah, ja. Völlig unvorbereitet. Ich zeige euch einfach mal ein paar Bilder und erzähle euch was dazu, was da so gelaufen ist. Ach ja, da seht ihr schon irgendwie die Ersten, die irgendwie da aufgebaut haben. Und dazu gehört dieses komische Vortragszelt, was ihr da gerade seht, was irgendwie dunkel und warm war. Und ach ja, Vorträge auf der ICMP. Es war so ein Stress, weil es gab auf der ganzen ICMP, die so 7 Tage ging, also ein Tag Aufbau, ein Tag Abbau, gab es ungefähr 4 Vorträge, ja. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sehr ich von einem Vortrag zum nächsten gehetzt bin, weil es halt weniger als ein Vortrag am Tag, das ist schon stressig. Ah, ja, da seht ihr irgendwie Survivor und Penny Lane und meine einer beim Zelt aufbauen. In irgendwie, keine Ahnung, warm war es. Ja, das ist hier die schöne Zeltallee. Da gab es dann irgendwie vorne das POC. Stimmt, ich habe wieder meinen Zeigefümpel immer verlegt. Scheiße. Wie immer. Daraus liegt die fehlende Zeigeantenne. Ja, das ist. Guck mal, können wir die Antenne mal nutzen. Ja, also das hier war das POC. Darauf gehe ich später nochmal ein. Also, das ist, ihr müsst euch merken, das ist Original-POC. Also, das POC aller POCs. Das war das Amateurfunkzelt, das war das Küchenzelt und das war das NOC dahin. Ach, wie nein? Bist du dir das sicher? Dass das das POC aller POCs ist? Ja. Ja, das ist POC aller POCs, weil, also, okay, ich soll vielleicht erklären, was ein POC ist. Also, ursprünglich heißt POC Phone Operation Center. Da sind die Jungs von Event Phone drin. Du kannst dann mit deinem Decktelefon hingehen und sagen, ich hätte mal gern, dann machen die das. Zufrieden? Ja. Gut, wunderbar. Ah ja, da haben sie irgendwie gerade aufgebaut, da sieht man auch dieses komische Event Phone Dings da und. Ja, ich kam dann direkt am ersten Tag und sagte so, ich hätte mal gerne. Und dann sagten die, na, komm morgen wieder, wir sind im Aufbauen. Also am ersten Tag ging noch gar nichts. Aber, weil ICMP ist ICMP und der erste Tag ist wirklich Aufbau. Da läuft halt immer noch gar nichts. Ah, ja, dann nochmal das POC von außen. Da haben sie irgendwie so einen ganzen Van voll gepackt mit Equipment. Dass sie es innerhalb von einem Tag aufgebaut haben, das war schon ein bunter. Kann die Ecke mal leiser sein, danke! Genau. So. Ja, da haben sie irgendwie die Bodenplatten reingetragen und ausgepackt und. Ja, ICMP, wer es noch nicht wusste, das ist die intergalaktische Clubmate-Party. Irgendwie haben sie wohl festgestellt, dass es irgendwie nach der 6. Revision blöd ist, neue Banner zu drucken. Deswegen haben sie da irgendwie einfach so einen DIN A3-Zettel ausgedruckt und da draufgeklebt. Fand ich super, weil. Gute Idee. Ja, das war das Küchenzelt und dieses komische Ding da. Auch bekannt als Flipchart, das war irgendwie so, was noch zu tun war, da stand erstaunlicherweise sehr wenig drauf. Boah, das war das große, naja, ich darf nicht schon wieder POC sagen, dann vergeige ich den Witz, aber ich mach's trotzdem, das war das POC. Erkläre ich gleich nochmal, warum es da noch ein POC gibt. Ja, da gab es irgendwie so Nachwuchs-Nerds mit Ich bin nicht süß Bildern. Ist übrigens nicht von mir die Bilder, die habe ich von Sascha Ludwig geklaut. Weil der auch bisher die einzigsten Bilder hat, sonst hätte ich da noch ein bisschen mehr, weniger, egal. Ja, Küchenzelt, man sieht hier auch wunderbar, ja, wichtig, Chunk, Vorräte hier. Die haben übrigens alle leer bekommen. Wie das passieren konnte, weiß keiner. Ja, da war irgendwie noch Vollaufbau, Küchenzelt. Ich habe von dem Aufbautag nicht wirklich viel mitbekommen, weil ich selber Zelt aufbauen war und 3D-Drucker aufbauen. Ja, da irgendwie so Abwasser gebaut und das war das NOC. Irgendwie war immer recht warm in den Zelten. Nochmal von der anderen Seite, also nochmal zum Verständnis, weil es muss sitzen, ja, damit ihr das alle wisst. Das ist das POC aller POCs. Das ist ein POC, das ist ein POC. Und ich glaube, das war auch noch ein POC, aber das erzähle ich gleich nochmal. Also, nachdem ich fertig bin mit euch, übrigens noch ein POC, also, ja, ich erkläre das gleich, was es mit den vielen POCs auf sich hat und warum das der neue Meme wird. Also, das ist Pizzaofen. Ja, erste Tag war halt irgendwie noch ganz wenig an Zelten und weil irgendwie die ganzen Leute, wann haben wir aufgebaut? Ich glaube, Mittwoch, ne? Hax, Mittwoch? War es Mittwoch? Ja, Mittwoch ging's los. Genau, also Donnerstag hat sich dann so ein bisschen gefüllt. Sind ein paar Jungs mit dem Wohnwagen angerückt. Und der Zeltplatz war dann irgendwie mal völlig leer. Ja.
leer. Zu beachten sind diese Absperrbänder an den Wegen. Ja, genau, das ist übrigens. Die ja, das erzähle ich. Ja, die werden sich nämlich noch bemerkbar machen. Weil ich dachte so eben, warum sperrt man da Wege ab? Das war aber von langer Hand geplant. Ich glaube vom POC. Diese Anhänger, das war im Prinzip. Willst du Vortrag machen oder soll ich? Okay. Ja. Also dieser Hänger war voll mit Loschergedränge. Übrigens, Loscher hat auch das Zelt gespendet, gestellt, weil die halt irgendwie im selben Ort sind. So rein zufällig, weil intergalaktische Clubmate Party muss halt bei Loscher um die Ecke sein. Ja. Ich erzähle es nicht, was du erzählen wolltest, weil es ist einfach langweilig, glaube ich. Kannst es gerne als Nachtrag dann, weil es irritiert mich sonst, wenn du da irgendwie, ja, irgendwie voll mit Strengen und es ist warm hier. Ein Handtuch. Müsste mal kurz den Vortrag oder gleich aus dem Zimmer. Ich glaube, die Kugel in die Augen sind. Was? Ja, da seht ihr übrigens dann halt so irgendwie schon die Vandalisierung. Und keine Angst, wird noch gleich spannender. Da haben sie irgendwie die Lampen gewechselt. Ich habe keine Ahnung, warum das fotografiert wurde oder wie auch immer. Ah ja, dann ging der Spaß los, weil die Leute irgendwie angefangen haben, da sind Amateurfunker, wir brauchen eine Antenne. Was machen die Jungs? Ja, klar, Kletterzeug an, hochgekraxelt. Haben sie da irgendwie Antennen da hochgezogen und hochgezogen. Ja, ach ja, genau. Ich sag da mal nichts dazu, also es gab irgendwie Home Delivery von Mate bis ans Zelt. Das Ding fuhr auch recht cool. Das war glaube ich schon Freitag, da waren dann ein paar mehr Zelte schon. Und genau, und dann, also ich habe den 3D-Drucker am ersten Tag gleich aufgebaut, das hat eigentlich so keinen interessiert. Und irgendwie so am zweiten Tag kam dann Tabs und Tabs meinte, hey, ihr habt einen 3D-Drucker, ihr könnt doch bestimmt Schachfiguren drucken. Ich so, ja, klar. Und dann, weil er wollte ein Schachturnier machen, hat aber nicht genug Schachfiguren dabei. Was mache ich also? Ja, Schachfiguren drucken. Oh, ja, war eine elendige Arbeit. Aber hey, dafür hat der Mensch jetzt graue und pinke Schachfiguren. Ja, da druckt er gerade noch mehr Schachfiguren. Und da hat dann Jiska noch die Stickmaschine aufgebaut. Und Stickmaschine haben sie gleich alle gemerkt. Also für alles klar, Stickmaschine cool, ja, lange Schlange. 3D-Drucker hat erstmal, wie gesagt, keinen interessiert. Oh, hübsche Farben. Was es mit diesem Typen auf sich hatte, wusste keiner und es hingen auch noch alle Pömpels am Ende der Veranstaltung, glaube ich, dran. Ich weiß nicht, was es soll, keine Ahnung, vielleicht wisst ihr da mehr. Ja, genau, das war die Kasse mit den Scratch-Cards. Und zwar diese Teile hier, irgendwie kostet 5 Euro eine, zum Abkreuzen, damit sie halt nicht immer mit Bargeld hantieren müssen. Also auf neu ICMP ist auch Kratzkarten genannt. Okay, es gab wohl zwei, weil da fehlt schon einer und er hat ein Trollface drauf. Warum auch immer. Ja, irgendwie der Backspace hat da auch fleißig Werbung gemacht. Ja, Kratzkarten in Aktion. Das waren die lustigen Amateurfunker. Ich glaube, die haben sich nicht einmal aus dem Zelt rausbewegt. Ich habe immer dieselben Leute da drin sitzen sehen. Das war irgendwie total strange. Ja, das ist wie in der Ecke. Ja, da geht keiner rein, keiner raus. Aber die sind mit der Welt verbunden. Bitte? was das war, weiß ich nicht mehr. Das habe ich nicht mitbekommen. Das sieht irgendwie komisch aus. Die haben versucht, in diesen harten... Stimmt, genau. Da hatten wir ja so ein bisschen Probleme, weil Survivor hat irgendwie so Plastikkarabiner gehabt und irgendwie hat er da drauf gehauen, dann sah der Karabiner irgendwie so aus. War etwas ätzend. Ah, okay, unsere RZLL Außenstelle in der Nadel, ne? Der hat, glaube ich, auch, der hat sich auch nicht einmal aus der Küche rausgetraut, ne? Hat da kampiert, ja? Ich eines Abends so, okay, da ist Strom, es fängt an zu regnen, ich will immer abstöpseln, macht das Zelt auf und liegt dann Oki vor mir. So, okay. Ja, glaube ich auch. Also. Oh, ja, genau, ganz wichtig. Das war, glaube ich, schon der dritte Tag, weil man sieht hier sowas verdächtig. Rosa ist, wenn man da guckt, das sieht man auch irgendwie mal schlecht. Das da. Weil irgendwie kam dann einer so an und meinte so, ey, du hast so einen 3D-Drucker, wir bräuchten da so einen Ersatz-Herdknopf.
naja, irgendwie Thingiverse, 3D, also Knopf gesucht, ausgedruckt, passt. Hat auch bis zum Ende der SMP gehalten, trotz Fehler. Und ja. Okay, nochmal. Ja, das glaube ich, war das Frühstück, das sah halt immer so aus. Also musste sich auch in meinen Essenslisten eintragen, wenn du was haben wolltest, außer du hast halt Pizza oder Steaks gewollt. So, ich glaube, das war irgendwie die dritte Nacht oder so. Also man sieht hier auch schon ein bisschen die Beleuchtung, die sieht man gleich nochmal besser, hoffe ich. Ich mache einfach mal langsam und zeige euch mal so einfach die Bilder ohne Kommentar. Weil ach ja, das war die Chunkbar. Ich kann mich an die Nacht eigentlich nicht mehr so ganz erinnern. Ich glaube, nach dem vierten Chunk habe ich aufgegeben. Ah. Ja, irgendwie lustige Waldbeleuchtung. Und Lichtschläuche. Also es war nochmal die Chunkbar und wie gesagt, ich kann mich da nicht mehr so ganz erinnern, was an dem Abend gelaufen ist. Das war das Amateurfunkerzelt nochmal. Wie gesagt, ich habe nichts vorbereitet. Ich erzähle einfach nur irgendeinen Käse zu den Bildern. Ah, sehr geil. Da haben irgendwie die Jungs einen LED-Strip gehabt und der war zu hell. Was macht man? Man macht Pappbecher davor. Also Plastikbecher. Sah übrigens sehr geil aus in der Tora. Ah. Und es war warm. Nicht so warm wie hier, aber es war warm. Und irgendwelche Leute haben sogar Elektronikzeugs mitgebracht. Ich habe es diesmal nicht gemacht, weil weiß nicht warum. Prioritäten. Genau, ich saß eh die ganze Zeit. Also da sieht man nochmal wunderbar die Wegbeleuchtung, deswegen waren auch diese Absperrbänder. Es war richtig geil, weil ich bin wunderbar nach meinen 4 Chunks noch zielgerecht in meinem Zelt gelaufen. Zumindest die erste Nacht. Was die zweite Nacht war, könnt ihr bei Penny Lane im IRC erfahren. Insider. Ja, mehr lustige Beleuchtung. Ja, war sehr, sehr chillig. Also mir fällt da einfach nichts anderes ein zu erzählen. War einfach cool. Ja. Bedarf keiner Worte, glaube ich, was da passiert. Eine Disco-Kugel hatten sie auch. Warum die Disco-Kugel allerdings im Küchenzelt hing, weiß keiner. War doch ein Küchenzelt, Hax, oder? Ja. Gut. Ja, also. Ja. Ja, da haben sie irgendwie lustig Space Invaders verarbeitet und auf irgendwelche Zelte geklebt. Die gibt es angeblich bei IKEA. Ja, angeblich. Habe ich eigentlich schon was zu den Pox gesagt? Nur, dass du später was zu den Pox sagst. Stimmt, genau. Ah ja, genau, da kamen dann diese komischen Zettelchen mit diesem Trollface da auf. Ah. Mehr Space Invaders. Ein Pony, was geklickt wird. Ah ja, gab auch so ein Pony da, also so ein lebendiges Pony, das war irgendwie so, keine Ahnung, so. Aber handsames Pony. So, jetzt kommen wir zu der Pock-Geschichte. Also irgendwann kam auf die Idee, dass es zu wenig Pocks auf der ICMP gibt. Und deswegen hat da jemand ein Schild gemacht, auf dem stand Pock. Steht Public Operation Center. Dann gab es irgendwie noch das Pock, das Package Operation Center. Und dann kamen plötzlich diese Fühlwarzen auf. Sorry für den Themensprung. Und naja, ich weiß nicht, wo das herkam. Ich glaube, das kam irgendwie so aus Richtung Wonka oder so. Ich bin mir nicht sicher. Er meinte so, ja, also Fühlwarzen. Und jeder dachte so, Fühlwarzen, was? Und das fand er aber eigentlich irgendwie toll. Und also Fühlwarzen sind eigentlich diese Nippel, die du auf F und J auf deiner Tastatur hast, damit du weißt, wo F und J ist. Das sollen angeblich Fühlwarzen sein. Ich habe ja recherchiert danach und habe dann festgestellt, dass es Fühlwarzen eigentlich nur im Kontext ICMP gab. Könnt ihr gerne nochmal nachgoogeln und mich belehren, aber ich habe da nichts weiter zu gefunden, außer ICMP 6. Dann gab es das POC, das Pfannkuchen und Pizza Operation Center. Das POC, Putz vor Operation Center.
Ich glaube, also es gab ganz viele POCs und keiner wusste mehr so genau, welches POC wo ist. Genau, das POC. Das Power Operation Center. Die POC-Straße. In der alle POCs angesiedelt waren, fast alle. Und damit man auch weiß, wo man ist, gab es dann so einen tollen Pömpel, sie sind hier, der irgendwie jeden Tag woanders hin. No comment. Ich glaube, derjenige, der das Schild gemacht hat, muss einfach nur mal eine Aufklärung bekommen, was eine Füllwarze ist. Ah, schöne Bilder von oben mit Beleuchtung und Fuh. Also das sind echt nachts Leute auf diesen Turm drauf gekraxelt. Was ich cool finde, weil jetzt haben wir coole Bilder. Von Stefan Luther übrigens. Ja, da sieht man nochmal diese wunderbare Straße, die mich sicher mit 4 Chunks im Blut in mein Zelt befördert hat. Nicht am ersten Abend, sondern am ersten Abend, wo es Chunk gab. Muss ich dazu sagen. Dann. Bitte? Ja, es ist warm. Dann gab es halt die komische Konstellation, da kam ich dann so ein bisschen vom Weg ab. Ich habe es dann trotzdem noch gefunden. Ja, noch mehr schöne Bilder. Dann gab es das POC. Wofür dieses POC allerdings stand, weiß ich nicht mehr, weil, also das ist die Chunkbar, was man da hier vorne sieht. Hier. Ich glaube, an dem Abend davor haben sie irgendwie 13 Flaschen Havanna gekippt, was irgendwie in Summe so 156 Chunks waren. Und ich glaube, sie mussten nochmal nachkaufen. Also es war hart. Aber wir haben es geschafft, wir haben es leer gepumpt. Für was dieses POC stand, das ist das Tor von dem Sportplatz, ich habe keine Ahnung. Fußball. Ja, ich muss gleich, also wenn wir die Bilder durch haben, muss ich euch noch die besten POCs erzählen, die noch nicht als Bild da sind. Ich habe nämlich leider mir nicht gemerkt, welche POCs abgelichtet waren, welche nicht. Chunkbar, mehr Chunkbar. Ah, ja. Das war ein POC. Naja, ich überlege gerade, wie das in Lang hieß. Wie hieß denn dieses POC in Lang, verdammt? Hax, weißt du es noch, wie das Dusch-POC in Lang hieß? Nein. Egal, also die POCs, die zumindest nicht abgelichtet waren, waren das POC und das POC. Das eine POC war das P-Operation Center. Das andere war das Poo-Operation Center. Habt ihr mal gezählt, wie viele POCs es denn gab? Ich persönlich nicht, weil... wozu ja? Es war überall ein POC, wenn du eines brauchtest. Ja, Droll TV, das Wetter war wunderbar. Füllwarze TV. Ja, dann liefen da Menschen mit POC um. Ja, also die Stickmaschine muss jetzt umbenannt werden von Rarity in POC. Perforating Operation Center. Der 3D-Drucker ist, da müsste schon ein Schild oben hängen irgendwo. Das Plastic Operation Center oder PLA Operation Center. Ja, da kamen die Füllwarzen raus. Warum auch immer. Musste auch gleich das MacBook dann, also man merkt ja, so MacBook voll mit Füllwarzen, musste aufschrauben, reparieren. Hält nichts aus. Ach ja. Das war ein POC, ein Phone Operation Center Kollege. Irgendwas. Die hatten irgend so ein cooles Teil von irgend so einer Kasse. Was er damit getan hat, weiß ich nicht, aber Gerüchtensfolge soll er nur sein MPD damit bedienen. Einfach weil es cool aussieht. Flausch. Ja, Menschen schauen ins POC. Menschen schauen mehr ins POC. Menschen. Mehr Menschen. Noch mehr Menschen. Ich glaube, das war Flip. Ich habe aber keine Ahnung. Also das war, glaube ich, Flip, der da eben... Das ist Sarah irgendwie... Das ist Mensch auf Mast. Mensch von Mast runter fotografiert. Ja, mir fällt gerade nicht so viel ein, was ich erzählen könnte. Ich warte auf die Hammerbilder. Ja, ich überlege nur gerade. Also es war halt irgendwie...
weiß nicht, ich habe so viel Schunkindus gehabt, ich habe die sieben Tage Alkoholnachwirkung. Ging halt irgendwie rum wie im Flug. Also es war schon recht voll. Ich glaube, es ist irgendwie so ein komisches Sandbecken, was keiner verstanden hat, warum das da ist. Da ging übrigens auch dieser Lichtschlauch in einen Abend hin. Da hat es dann Leute in dem Sandbecken irgendwie so sind dann hingefallen, weil saß du halt nicht in der Nacht. Ja, was erzähle ich denn noch Lustiges? Noch mehr Menschen auf Masten? Weiß ich, was der Typ da die ganze Zeit gemacht hat. Wahrscheinlich hat er da oben kampiert oder so. Ja, die Kiddies waren auch voll im Einsatz. Oh ja, genau, dann kam der Typ da, der Kleine, und hat gemeint, oh, was ruckt denn ihr da? Und ich so, ja, ein Raspberry Pi Gehäuse, ist aber kaputt. Egal, darf ich das abkaufen? Und ich so, okay, alles klar, aber ist kaputt. Egal, er will da was rausdremeln. So, alles klar, mach mal. Er hat irgendwie dann irgendwie Reste gekauft. Wofür auch immer. Ja, Pock against Space Invaders. Böse guckende Menschen. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Ah, genau, da sieht man nochmal. Man sieht es schlecht. Das da haben wir auch gedruckt, weil das Funkschild leider im Alkoholrausch auf den Boden gefallen ist und deswegen ein Fuß abgebrochen ist. Deswegen direkt mal Ersatz gedruckt. Ah ja, wir kommen dem Ende, weil das ist die Abschlussveranstaltung. Da hat er nochmal die ganzen Pocks aufgezählt. Nein, die Pock Best Of. Ich kann mich leider nicht mehr so ganz dran erinnern, was er gesagt hat, weil... Entschuldigung. Ja. Okay, das war's soweit. Ich überlege gerade, was noch lustig ist. Jetzt kannst du einsteigen, Hax, wenn du noch irgendwelche lustigen Dinge zu erzählen hast. Anekdoten von deiner Chunk-Orgie, wie du voll besoffen ins Zelt gefallen bist und ich dich da wiederbeleben musste. Also, meinem Vertrauen, Hax, ja, ich wusste, dass du viel getrunken hast, oder dass du so viel getrunken hast, dass du einen Filmriss hast, das hätte ich nicht mehr gedacht. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich ziemlich viel im Amateursburger Zelt war. Ja, du standest wie in der Ehe, geh mal im Weg. Ja. Ich habe massenweise Fliegen getötet. Ja, oh ja, das muss ich, das ist so geil. Ja, pass auf, also in diesem Zelt gab es sowas wie bei uns da oben, dieses komische Fliegendings. Ja, wo Fliegen, wenn Licht, dann fliegen die rein in den Perf, ja. Hax stellt sich nicht in dieses Zelt und fängt die ganze Zeit an, mit diesem handbetriebenen Dings da so Fliegen zu fangen. So irgendwie stundenlang, ja. Gut, das war, dass du nicht mit dem Mund runtergelegt hast. Ja gut, LED in die Fresse und dann ab dafür. Dafür haben einige Menschen da überhaupt nicht mitbekommen, dass wir Westen haben. Ja, wir hatten auch kaum Westen, wir hatten noch Bremsen, ja. Und die Westen habe ich ja dann zerstört. Es gab auf dieser ICMP mehr Westen als du mehr Bremsen, als du in deinem ganzen restlichen Leben jemals vernichten kannst. Richtig. Aber dafür habe ich Westen noch zerstört. Sag einfach, du hast Langeweile gehabt. Ja. Ganz einfache Möglichkeit, mehr Chunk trinken. Ja, also summa summarum, ICMP war super geil. Also war weniger ja, Technik, sondern mehr Socializing. Saufen. Ja, saufen, saufen, chillen, essen. Saufen. Saufen, mal duschen war auch dabei. im POC. Ja. Habe ich euch jetzt alles erklärt, was ich erklären wollte? Also POCs wisst ihr jetzt, was es ist? Gut, dann... Gut. Wenn mir noch ein paar gute POCs einfallen, dann werde ich euch informieren. Ah ja, genau. Es gab da noch das POC, das Bratwurst Operation Center. Und wenn ich noch ein bisschen nachdenke, fallen mir bestimmt noch 10 weitere POCs ein, die es auf dieser ICMP gab. Das hatten wir schon. War die Bratwurst Magic? Ich glaube nicht. Also da war nicht so viel Magic drin. Ja. Ja, also war auf jeden Fall cool, war... Ich habe euch vermisst. Ihr wart nicht da. Ja, weil... Ja, was soll ich sagen? Dankeschön.